Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Spider-Man 2. Ja, wir schnacken gar nicht lange und fliegen direkt weiter. Ja, ich meine fliegen, denn wir haben hier so super schöne Dinge, die wir jetzt nutzen können. Rücksichtsloses Fahren, nicht gut. Hat er mich gerade einfach weggeputzt? Hey Jungs, liefert ihr euch selbst beim nächsten Knast ab? So. Glaubst wohl, du hättest uns, hä? Ja. Also ich würde sagen, ich hab euch. Flop. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wieder zusammen mit mir und unserem Kumpel Spidey hier die Welt rettet. Ich setze mal meine Bombe wieder nach vorne hier. Wir haben vielleicht ein Chaos angerichtet. Es ist so warm unter dem Ding. So, wir haben ja auch ein Fotomotiv. Aber welches? Wer Mitglied bei uns wird, kann sogar unsere neuen Geschmacksrichtungen probieren. Diesen Monat Bananenbrot. Gut, gut. War das gut, ein gutes gut. Foto? Das ist online. Mache ich. Na, selbstverständlich machen wir das online. So, wir haben hier die Fotos. Die wollte ich mir jetzt gar nicht angucken. Ich wollte eigentlich gucken, was wir hier für Missionen noch haben. Hier ist MJ. Sie ruft nach uns. Sie möchte irgendwas von uns. Also sie möchte was ins Haus bringen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rüber oder gehen wir erstmal zur MJ? Wir gehen zur MJ. Komm. Oh, sieh mal an. Zugegeben, ich bin zuerst wegen all der Artikel über seine neuen Geschmacksrichtungen hingegangen. Aber wegen der traditionellen Rezepte komme ich immer wieder. Klassiker haben ihren Ruf meist aus gutem Grund. Ja, wir schlagen uns hier mit ein paar Zwischenjobs durchs Leben, um über Wasser bleiben zu können. Denn das Leben als Held ist nicht besonders einfach. Hat man in der ersten Folge gesehen, oder halt auch in der zweiten. Dass er halt wirklich, dadurch, dass er gegen Sandmann kämpfen musste, nicht in der Schule sein konnte. Und dadurch dann halt seinen Job verloren hat. Eins solltet ihr Schurken euch merken. Ich sehe alles. Oh, oh, oh. Setz dich ins Knie, Spider-Man! Alter. Wie war das nochmal mit dem Ausweichen hier? So. Sie dürfen nicht entkommen. Wo sind die? Hä, wie die hauen ab? Ich dachte, da kommt Verstärkung. Hä, was macht er? Die brettern hier einfach durch so eine Siedlung, Alter. Seid doch wahnsinnig, Typen. Ich mach euch alle. Bop. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ja. Wir halten uns hier so ein bisschen mit Nebenjobs über Wasser. Deshalb machen wir diese Fotos und schicken die dann zum alten Freund, der mal mit beim Daily Bugle gearbeitet hat. Denn als Lehrer hat er sich versucht und hat in seinem ersten, vermutlich ersten Tag nicht so gut abgeschnitten, weil er halt, wie gesagt, gegen den Sandmann kämpfen musste. Mary Jane Watson. Wow! Der Verkehr war furchtbar. Das ganze Chaos vom Sandman. So langsam gefällt dir das Teil wohl. Ja, es ist in der Stadt praktisch, aber ich bin wohl nicht so der Biker-Typ. Aber mein Typ. Oh. Was ist? Also nix, gar nichts. Gefeuert. Du warst doch so begeistert von dem Job. Ich weiß, ich hatte schon das Semester geplant. Wir wollten nächste Woche einen Heli mit Kartoffelantrieb bauen. Sind wir jetzt vielleicht bald beide arbeitslos. Macht Jonah schon Hausputz? In etwa.
Er gründet eine radikale Leistungsgesellschaft. Was heißt das überhaupt? Das heißt, dass jeder, der nächste Woche keine Titelstory schreibt, gefeuert wird. Na, dann bist du ja fein raus, weil du die Beste bist, die sie haben. Was ist da drin? Unverkaufte Simkaria-Bücher. Bei mir ist kein Platz mehr. Aber du hattest doch gute Kritiken. Und 14 verkaufte Ausgaben. Niemanden interessiert Simkaria. Der Bugle hat den größten Absatz in der Stadt. Dort kann ich etwas bewirken. Aber wenn ich gefeuert werde, weiß ich nicht, was ich tun soll. Brauchst du den Bugle überhaupt für das, was du tun willst? Ich wollte von außen etwas bewirken und 14 Ausgaben. Ich muss die Dinge von innen heraus verändern. Ich hab noch nicht aufgeräumt. Wow. Hinterzimmer? Ja. Ich räume mal ein bisschen auf. Oi, wir können uns jetzt in dem Haus frei bewegen. Das ist doch noch das Haus, was auch mit Tante May hatte, oder? Und mit Onkel Ben. Und da stehen auf jeden Fall ein paar Fotos von dem guten Peter. Da wird eins sein von... Soll das May und Ben sein? Also da hinten da das Pärchen, oder? Das ist wahrscheinlich dann auch May als Kind da, dieses Schwarz-Weiße. Das soll wahrscheinlich Onkel Ben sein, der Peter Fahrradfahren beibringt. Ja. Was haben wir hier? Oh, ich glaube, ich muss die Miete bezahlen oder so. Peter Parker. 15M Fan Avenue, Forest Hills, New York. Ich muss niesen. Oh, entschuldigt, ich bin einfach immer noch erkältet. So, der Beef. Der Brief ist von der Big City Bank, aber mit der haben wir gleich Beef. Und scheinbar haben wir die Kaution für das Haus oder so nicht bezahlt oder die Miete oder sowas. Oben die Zahlen hier, ne? Die sind natürlich, sehen bei jeder Bank gleich aus. Untersuchen, Text einblenden. Peter Parker, 15M Fan Avenue, Forest Hills, New York, 11375. Hypothek, Kontoauszug, Hypothek, ich kam auf das Wort nicht. Kontonummer 116-48-7725. Adresse des Objekts 50M Fan Avenue, Forest Hills, New York, 11375. Überfälliger Betrag $4.764. Erläuterung des fälligen Betrags. Laufende monatliche Zahlung $4.419.24. Überziehungsgebühr $344.76. Fällige Gesamtsumme $4.764. Kontodaten, ausstehende Forderung $494.442.47. Das ist ein bisschen. Tilgungsturnus ist monatlich und verbleibende Tilgung sind 277 Monate. Zinssatz ist 6,89%. Mit der Hypothek wollte May Feast retten. Jetzt hab ich's schwer. Ah. Ja, ich erinnere mich. Was steht da? Was steht da? Mortgage? Ich kann das gar nicht richtig lesen. Weiß ich nicht. So, hier sieht es auf jeden Fall aus, wie es bei Männern halt so aussieht. Er hat ganz gerne ein Bild von sich selber stehen. Das wird wahrscheinlich alles noch von Tante May sein. Das wird auch Tante May sein. Das wird auch Tante May sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Das wird Onkel Ben sein und das wird der junge Parker sein. Bilder, Bücher haben wir hier noch. It's All for Sale. Ice the Goose. Global Anthropology. We Got All the War You Need. The Cuckoo Clock. Want Island. Backslider. The King in Carcosa. Blumen gibt's hier noch. Einen chilligen Sessel. Hier ist noch Panzerband, Kaffeemaschine.
Ein Stromkabel, ja, Pizza, jede Menge. Ein paar Reinigungszeugs, ein bisschen Reinigungszeugs, Regenschirm ist ganz wichtig, dass die hier schon eingeräumt stehen. Ist wahrscheinlich das Einzige, was hier schon richtig eingeräumt steht. Ein paar Ordner haben wir noch, die dürfen ja auch nicht fehlen. So, gucken wir weiter. Ja, hier liegen noch ein paar Socken. Ist natürlich schön, wenn die Freundin kommt und es sieht so aus. Jeder kennt es wahrscheinlich. Die Freundin kommt nach Hause. Oder wenn man noch nicht zusammen wohnt. Die Alte will dich plötzlich besuchen kommen. Dein Zimmer sieht aus wie ein Schweinestall. Es gibt nur noch eine Lösung. Nur noch eine einzige Person, die das alles retten kann. Mama. Man kennt es. Man kennt es. Zu gut. Mama hat dann immer schnell klar Schiff gemacht. Die ist da reingegangen, wie der tasmanische Teufel ist da durchgefegt. Wir hätten Wochen gebraucht. Mama macht das in Minuten. Tja, wir lieben unsere Mamas. So, die Stinkesocken liegen hier auf jeden Fall rum. Oh, oh, oh. Der hat sogar dreimal dieselbe Socke. Da, da und da. Wo ist die vierte? Ach, sogar nochmal. Hier. Vier, fünfmal dieselbe Socke. Ist trotzdem noch eine ungerade Zahl. Fünf Socken davon. Also von diesen roten hier. Da fallen schon die Blätter ab. Hat er wahrscheinlich vergessen, mal zu gießen, die Dinger. Oh Mann, das wollte ich so gern spielen. Mir fehlt dafür nur die Zeit. Speednogan? Wie? Speednonagon? Speednonagon, das neue Spiel von EA Sports. Ja, wir kennen es. Aber ich sehe doch hier gar keine Konsole, wo man hätte spielen können. Aber ich sehe nicht mal im Fernsehen. Vielleicht oben, ne? Vielleicht gibt es oben in seinem Zimmer oder so. Hier stehen ein paar Brettspiele. The End konnte ich gerade, ne? Wir gucken da gleich nochmal. Hier ist nicht ausgepackte Amazon-Pakete. Noch mehr Pakete, Storage. It's the End of the World. Eine brennende Burg ist da drauf zu sehen. Ja. Hier haben wir Bilder. Bilder sind immer cool, finde ich. Das sind alte Straßen. Das da oben wird New York sein. Da ist irgendwie ein alter Garten oder ein alter Weg, keine Ahnung. Und da unten wahrscheinlich irgend so eine alte Gosse. Ja. So, Obst gibt's hier auch. Schade, dass der ganz frisches. Wie geht's jetzt weiter? Das greift mich gleich an. Keine Ahnung. Ich könnte echt eine Auszeit gebrauchen. Aber das kann ich mir nicht leisten. Ach du Kacke. Und wenn du das Haus verkaufst? Das geht nicht. Ich könnte schon, aber das geht nicht. Wenn du Zeit brauchst, kann ich dir mit der Hypothek helfen? Nein, nein, das geht nicht. Und du meintest, dass Jonah Kahlschlag machen könnte. Er wird mich nicht feuern. Ich weiß, wie viel dir dieses Haus bedeutet. Wir kriegen das hin. Du bist zu gut für mich. Bei jedem wäre der Apfel jetzt daneben gefallen. Bei jedem von uns. Sie guckt sich da auf jeden Fall Dinge an. Hier steht noch Essen, noch ein paar Schimmeläpfel, noch ein bisschen Banane, die schimmelt. Hier ist wahrscheinlich ein Brot, wo man ganze Betonwände mit einwerfen kann. Eine chillige Kaffeemaschine hat er hier. The Roast. Guck mal, das O ist als Kaffeebohne gemacht. Liebe zum Detail. WWD Island. The Flatrian Caper. The King of Kokossa wieder. Black Cider. Ja, so eine typische Küche, ne, von Mama oder Oma, also die neue Generation jetzt so heutzutage, die weiß ja gar nicht mehr, wie das richtig aussieht. So, hier gibt's noch ein bisschen was zu naschen, noch ein paar chinesische Nudeln. Hast du nochmal über den Einzug nachgedacht? Das hatten wir doch schon. Ich muss in der Stadt sein, in der Nähe des Geschehens. Aber hier könnten wir so schön zusammen essen. Wann hast du denn das letzte Mal zu Hause gegessen? Hast ja recht. Hey, what? Was ist das? Ich komme gleich, Schatz. Haben wir eine Tafel, keine Termine? Es ist 10 nach 10. Hier liegt noch jede Menge Post. Abdrücke von der Dose. Was ist das für eine Dose? Ich kann nicht ganz sehen, was da drauf steht.
Klagioli? Klagioli? Oder Giguido? Irgendwie sowas? Giguido? Ich weiß noch nicht, was das sein soll. Von der Farbe der Dose würde ich fast sagen, es ist Wasser oder ein Energy Drink. Aber Wasser in der Dose? Gibt es Wasser in der Dose? Ich weiß gar nicht, ob ich jemals Wasser in der Dose gesehen habe. So, hier ist der letzte Einkauf, den wir nicht eingeräumt haben. Corn Dogs. Haben wir einen Hund? Was gibt es hier noch so? Chips oder was ist das? Totopos. Totopos. Bean. Also bitte ein bisschen Erdnussbutter. Schön. So. Müssen wir auch noch hoch, oder? Hier sind auch noch schöne Bücher rum. Global. Cuckoo Clock. Global, das sind alles dieselben Bücher. Oder zumindest viel. Wie lebt der Typ? Ich meine, ja. Wir dürfen nicht hoch. Er hat kaum Zeit und so, aber dennoch. So, gehen wir mal. Hä? Da kommen wir nicht rein. Das ist wahrscheinlich das Klo. Dann gehen wir mal hier hin. Raus kommen wir auch nicht. Wie sieht das eigentlich draußen aus hier? Hier ist der Vorgarten. Da sind so ein bisschen Beete. Was da gebaut wurde. Aber da wird er ja wahrscheinlich auch niemals Zeit für haben. Er hat ja nicht mal Zeit, seine Wohnung sauber zu machen. Wie will er dann Zeit finden, um draußen was zu machen? Ja, das ist zur Garage. Ich liebe so eine Häuser, wo die Garage und so da alles gleich neben dem Haus ist. Finde ich richtig gut. Hätte ich auch gern. So, hi Schatz. Wolltest du Wäsche machen? Alles von May? Ja, ich muss es spenden, aber noch nicht. Was hast du da? Ein paar süße Fotos von dir. Was? Die habe ich lange nicht angesehen. Ich glaube, das war in meinem Zimmer. Warum hat sie es fotografiert? Gleichgewicht. Was soll das heißen? Ob es wohl noch da ist? Gleichgewicht. Ich schau mal nach. Hä? Er wohnt hier? Sag Bescheid, was du findest. Ich schau mir die Fotos an, die du mir nie gezeigt hast. Er wohnt hier und weiß nicht, ob das Loch noch in der Wand ist. Vermutlich, ne, die alte Wäsche liegt hier ja auch noch. Warum sollte das Loch denn dann alleine weggehen? Aber wahrscheinlich geht es jetzt mehr darum, einen Grund zu suchen, uns hochzuschicken. Oh Gott, ein rosanes Badezimmer. Auf jeden Fall ganz, ganz viele Blumenbilder wieder. Tante May hatte Geschmack. Hier sollten ein paar Kerzen stehen. Man stellt doch Kerzen ins Bad. Hier sind ein paar Scheißhauslektüren. Plus Buch. Hier sind. Ah, hier ist die fehlende Socke. Guck, da ist die sechste. Zack. Alles klärt sich auf. So, rüber zum Nachbar können wir auch kurz gucken. Der kann uns dann hier schön beim Duschen und beim Käckerchen machen beobachten. Aber unser Spinnensinn wird uns ja wohl davor schützen. Wenn er da auf der Schüssel sitzt und dann. So, unser Spiegelbild. Zahnpasta liegt hier einfach rum. Seife, ansonsten jetzt nichts Ungewöhnliches. Und das hier ist das. Ah, das wird das Zimmer von Tante May gewesen sein. Riecht immer noch nach May. Was haben wir hier? Oh Mann. Manchmal überkommt es einen einfach. Ah ja, ich glaube, es tut ihn schon sehr weh, ne? Vor allem, er hat hier noch nichts verändert, alles sieht noch aus, nur alles ist viel, sehr viel ruhiger geworden. Das ist auch wieder das Bild von der Gasse, von New York. Nochmal so eine Gasse. Und da ist die Bridge, Golden Gate Bridge wahrscheinlich. Und das da oben kann ich nicht ganz erkennen, ob das so Häuser sein sollen, so die Wolkenkratzer so ein bisschen. Also das ganz oben, da sind blaue Blumen. Onkel Ben. Die beiden, als sie geheiratet haben. Ein Fernseher. Ins Badezimmer darf ich nicht. Achso, hier haben wir noch einen besseren Blick daraus.
Und dafür, dass er nie Zeit hat, sieht der Garten eigentlich ganz okay aus. Also ist das noch nicht ganz zugewuchert. Was steht da? Ah, da ist auch nochmal ein Bild von Tante May und Ben. Ach Mensch, die beiden. Schon so ein trauriger Moment im letzten Teil, als sie dann da leider drauf geht. So, eine Spider-Man-Puppe. Sehe ich direkt. Wo war das Loch gleich wieder? Jede Menge Panzerband. Oh Gott. Wenn nur der Raum so aussehen würde, wahrscheinlich wäre das auch so, wenn Tante May noch da wäre, dass nur der Raum so schlimm aussehen würde, wäre das vielleicht noch erträglich. Wenn auch nicht gut, aber erträglich. Eine Nähmaschine, wahrscheinlich für seine Spidey-Kostüme dann immer. Die Kartons schimmeln schon. Komischer Typ. So, sein PC ist hier. Da ist der Gute. Gleich mit Zange, falls er mal wieder spinnt, kloppt man einmal drauf, bumm, und dann geht er wieder. Ein Aktenvernichter, jede Menge Akten. Also scheint er den Aktenvernichter auch nicht so oft zu benutzen. Da liegt noch eine Spidey-Maske, eine Spidey-Puppe, Auszeichnungen, jede Menge, First Place, Peter Parker, New York City Junior Science Fair, den Pioneer Award, Peter Parker hat er auch geholt, im Sommercamp, Empire States, Under Ship, nee, University, Empire State University, in Robotics hat er auch einen Preis gewonnen. Hier ist Stundenplan. Ne, hier sind so Formeln und sowas. Ja, ein bisschen Training. Das war bestimmt noch vor der Spidey-Zeit, bevor die Spinne zugebissen hat. Oh Gott, hier ist die Pizza unterm Bett. Das ist doch... Ich kann es riechen. So, hier hat er ein Abhörgerät. Eine Coca-Cola Sherry steht da. Sein Wecker. Die Coca-Cola Sherry heißt hier aber Swilco. Aber das ist Sherry, bin ich mir sicher. Ein paar Bilder von New York. Ein bisschen hier Raumschiffe und Weltall. Ventilator. Ein paar Sachen im Schrank. Ist ein Kleid? Warum hat der einen Kleider im Schrank? Hä? Oder, ne, die Sachen von Tante May sind doch nicht hier. Wieso hat der ein Kleid im Schrank? Peter, das musst du mir erklären. Ja, hier sind noch Bilder. Ach, die hatten meinen Hund. Oh, May. Was für eine Brille. Ah, so minimal auffällig. Onkel Ben, du siehst gut aus. Tja, so hier auf dem Bild kennen wir sie. Ach, Mensch. Showdown. Crusher Hogan vs. The Spider. Das waren die ersten Auftritte von Spidey dann. Witness Day am 11. August 2010. General Admission Tickets available now. Darum schon wieder ein Preis. Physik und so ein Scheiß. Hängt noch eine Spidey. Ist das eine Spidey-Jacke? Ach, das ist... Nee. Ist das vielleicht die, die er da auf dem Bild anhat? Aber ich erkenne das nicht ganz. Da ist kein Blau zu sehen. Vielleicht so irgendwelche Prototypen von seinen ersten Anzügen. Gehen wir zum Bild. Amazing New Hero. Oh, Violet Vigilator. Spider-Man, ist er eine Gefahr oder Bedrohung? Rufen Sie uns an. Bedrohung, definitiv eine große Bedrohung. Ich erzähle Ihnen mal was über diesen angeblichen Superhelden. Er ist weder Super noch ein Held. Also, was ist er? Ein Betrüger? Jemand, der Aufmerksamkeit will? Was war das? Was war was? Peter. Oh, ich dachte, da wäre eine Ratte in der Wand. Hey, was? Was ist los? Nichts. Ich war nur... In deinem Alter habe ich den Debattierclub geleitet. War Kapitän in der Fußballmannschaft und zweite Geige im Orchester. Jedes Jahr wollte ich wieder etwas Neues erreichen. Aber als ich auf die Liste der besten Schülerinnen wollte, ging nichts mehr. Anstatt in ein paar Dingen gut zu sein, war ich in gar nichts gut. Also
habe ich zurückgerudert. Gleichgewicht ist eine lange Reise und nicht das Ziel. Ich arbeite noch dran. Komm schon. Was für ein toller Moment, wirklich. Ein richtig toller Moment. Ich heule gleich. Oh, unfassbar schön. May mag recht haben. Es ist einfach zu viel. So kann es nicht weitergehen. Obwohl sie nicht mehr da ist, hilft sie noch durchs Leben. Ach Mensch. Aber das wird eine Lektion sein, die er nie wieder vergessen wird. Die ihn stets begleiten wird und immer ganz tief in seinem Herzen verankert sein wird. Learn Guitar. So. Hier kommen wir auch nicht rein. Da ist wahrscheinlich noch ein Klo. Da waren wir überall schon. Gucken wir mal nach May. Nach MJ. Hab einen Tipp. Reft verlegt morgen ein paar Insassen zur Beurteilung nach Ravencroft. Weißt du wen? Nein, aber das finde ich raus. MJ! Hä? Was denn jetzt? Harry! Ah, die Ärzte haben mir noch keine MJ-Umarmung erlaubt. Sorry. Harry. Hab dich vermisst. Ich dich auch. Hab das von May gehört. Tut mir so leid. Und wie war Europa? Es tut mir leid. Ich wurde isoliert behandelt hier in der Stadt und wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ist das das gleiche wie bei deiner Mom? Es war Vergangenheit. Es ist wohl in Remission. Harry, das ist unglaublich. Du siehst toll aus. Ich fühle mich auch toll. Oh, ich muss zur Arbeit. Abendessen morgen? Coney Island? Wie in alten Zeiten? Abgemacht. Das ist neu. Ja, das hat sie gelernt, als wir in Sumkaria waren. Sorry, dass ich einfach so vorbeischneie. Nein, nein. Willst du nicht reinkommen? Eigentlich habe ich gehofft, du hättest Zeit für eine kleine Spritztour. Klar. Krass, dass der Billigflieger noch auf der Straße ist. Ich dachte, wir könnten rumfahren wie früher immer. Echt? Ist das mein altes Fahrrad? Nee, hab's im Internet gefunden. Sieht fast gleich aus, oder? Wow. Ja. Es hat sogar die gleichen Aufkleber und alles. Und es ist echt nicht mein Fahrrad. Bereit? Ja. Wo geht's hin? Wart's ab. Na los, versuch mitzuhalten. Ganz sicher, dass du das schaffst? Er hat den reichsten Vater der Welt und fährt zum popeligen Golf 4. Doch, ist nur eine Absicherung. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht. Ich glaube, du hast mehr Energie als ich. Dann erzähl mal. Was hast du alles Gott, so wie getrunken? Schön ist das hier. Ich Entschuldigung. War Vertretungslehrer. Mit Betonung auf war. Und ich helfe einem Highschool-Schüler. Er ist was Besonderes. Glückspilz. Ohne deine Hilfe hätte ich die Matheprüfung nie bestanden. Ich habe von deinem alten Boss gelesen. Dr. Octavius. Das war bestimmt verrückt. Das kann man so sagen. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Harry, warum hast du nicht gesagt, dass du krank bist? Ich wäre sofort gekommen. Der Anblick hätte dir nicht gefallen. Die Behandlung war schrecklich. Ich war 3 Jahre lang in einem Tank voller Heilmittel. Ich hatte immense Albträume. In einem Tank? Wow. Experimenteller Kram. Das ist heftig. Tut mir echt leid, Harry. Oh, 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 oh. Puh. Moment, das ist die Midtown High. Ist das also unser Ziel? Ich sag weder ja noch nein.
Die brettern hier einfach über die Straße. Kinder, so macht man es definitiv nicht. Absteigen und rüberschieben, ne? Immer gerade, nicht schräg. Und man trägt einen Helm beim Fahrradfahren. Ganz wichtig. Merken. Hier sieht's noch genauso aus wie vor 10 Jahren. Danke. Komm schon. Was sollen wir hier? Wir haben die Highschool gehasst. Weißt du noch, als Flash und seine Kumpels meinen Laptop geschrottet haben? Die Präsentation war weg. Die für den Jungunternehmerwettbewerb. Daran haben wir Monate gesessen. Und das Landestreffen war am nächsten Morgen. Ich hatte ein Backup auf einem Stick. Aber der lag in deinem Spind. Wir haben die Schule angerufen und gebettelt, uns reinzulassen. Aber die sagten nein, weil es so spät war. Wir waren so verzweifelt, sind um die ganze Schule gerannt und haben jede Tür probiert. Bis wir zu der hier kamen. Warte, was hast du? Wir mussten sie aufhebeln. Was machen wir? Wollen wir? Ui. Die Luft ist rein. Komm. Harry. Sicher, dass der Stick in deinem Spind ist? Harry, was machen wir hier? Was? Ich dachte, du weißt es. Ja, ich weiß es auch. Warum fragst du jetzt nach? Weiß nicht, bin halt nervös. Keine Angst, er ist da. Jetzt am Schlag der Rookie All-Star. Die Nummer 12. Warte. Eric Monacelli. Das ist Brightfield Rick. Was macht er hier am Freitagabend? Sich das Spiel anhören. Zeig uns den Rookie des Monats, Junge. Du wirst für eine Ewigkeit in diesem Team sein. Laufen wir durch. Nein, warte, wer sieht uns? Dieser Stapel ist die Rettung. Dieser Mann meint's ernst, Leute. Wir werden ihn noch viele Jahre sehen. Die Fans setzen das Team auf. So wie früher. Lenke den Hausmeister ab. Ziel einfach auf was Lautes. Herausforderung gerecht. Eimer? Nee, zu viel Chaos. Flash, mach dich auf was gefasst. Hey. Ja. Das war ein schönes... Einfach da rein. Oh. Das war doll. Gut. Jetzt los. So was machen Verbrecher. Bin ich jetzt auch einer? Hey, ganz vergessen. Ich habe meiner Mom unsere Präsentation gezeigt. Sie war begeistert. Ihr einziger Kritikpunkt war der Name. Sie meinte, wir sollten sie Heilung der Welt nennen. Oh mein Gott, das ist perfekt. Oder? Wir sind sowas von am Arsch, wenn wir gepackt werden. Dein Spind ist in der Nähe der obersten Treppe, oder? Runter! Oh shit. Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Wir teilen uns. Treffpunkt Turnhalle. Hey, wer ist da? Wir haben Ärger, wir haben Ärger. Hilfe! Nein, ich hab nichts mehr. Wo bist du Mistkerl? Jemand spielt hier einen Streich, was? Oh, Backe. Aber da hat er seine Fähigkeiten schon gehabt, ja? Auffüllen. Moment. Im Fotolabor habe ich noch mehr Netzflüssigkeit. Das ist noch neu für mich. Fülle deine Netzschießer im Fotolabor auf. Scheinbar muss ich hier rein. Ist das das Fotolabor? Er muss hier irgendwo sein. Homecoming. R2 gedrückt halten und X für einen Sprung an die Decke. Achso. Ich muss hier weiter. Von der Decke fallen lassen. Hopp. Oh, verdammt. Also, Bibliothek, Fotolabor, Turnhalle und dann zum Spind. Ganz leicht. Der Weg ist frei. Also los. Oh, shit. Was war das? Shit. Fuck. Hey! Oh, ich wünschte echt, ich hätte
ein Online-Backup erstellt. War eindeutig ein Schüler. Den Geist von Midtown gibt es nicht. Das ist ein Eichhörnchen? Da, das Eichhörnchen war das. Hinter dir. Hinter dir. Hallo, Wachmann, hinter dir. Da, das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen war das. Da, ja, 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 genau. Nein. Noch ein... Was stimmt mit diesem Eichhörnchen nicht? Wir sollen scheinbar hier lang. Das hat er bestimmt nicht gehört. Lüftungsschächte. Wie für Spinnen gemacht. Aber was hat mit dem Eichhörnchen nicht gestimmt? Wo habe ich die Netzflüssigkeit gelassen? Sollen wir hier? Ein wenig Heldenverehrung geht schon in Ordnung. Ach, den Avengers Tower haben wir da. Hier. Avengers. Avangas. Schön. Hier gibt es auch noch ein paar Dinge. Hallo. Ja. Da haben wir. Hier ist Hugh. Empire State School of Business. Einen Gastvortrag. Ich sollte mir schnell eine Karte besorgen. Sieht ein bisschen ramponiert aus. Oder wirkte zumindest. Oder dieses mit den Fenstern, das sieht so ein bisschen kaputt aus, finde ich. Ich dachte jetzt, das war ein altes, kaputtes Gebäude. Oder vielleicht die Schule früher oder so. Hier ist ein Brunnen. Die Freiheitsstatue. Ja, Medikits. Ein bisschen was zum Schnüffeln für die Jugendlichen. Auf der anderen Seite. Was haben wir hier? Das ist die Golden Gate Bridge wahrscheinlich, ne? Für dieses Motiv sind Harry und ich eine uralte rostige Feuerleiter hochgeklettert. Das war's wert. Ist gut geworden. Danach lief ich MJ über den Weg. Wollte Hey und Hi gleichzeitig sagen. Heraus kam ein Yay. Yay. Man kennt es. Man kennt es. Egal wie cool wir Kerle immer sein wollen, wenn die passende Frau kommt, dann funktioniert nichts mehr. Dann bist du nur noch Schlaganfall Louis und hängst dann nur so. Hey, hey, hi. Ja. Ich hab sie irgendwo hier drunter gelegt. Aha, hab sie. Oh Mist. Oh. Auch als dieser Wachmann würde ich mir in die Hose scheißen. Weiter. Stell dir vor, da bewegen sich Türen, da fährt ein Putzwagen irgendwo in so eine Footballfigur. Da drehst du doch durch. Jetzt noch richtig zusammenmischen. Also. Da hat er seine Fähigkeiten wahrscheinlich noch nicht lange, ne? Ich sollte wirklich rausfinden, wie ich die Kapazität dieser Dinger erhöhen kann. Und jetzt ja, ich finde ja den Spidey viel cooler, der... Die Turbine ist auf der anderen Seite des Ventilators. Der das selber schießen konnte, wo das so richtig in seinem... Ein Rucksack. Ui. Hatte ich ganz vergessen. Ich sollte mir sowas lieber aufschreiben. Der das in seinem Fleisch schon mit drinne hat. Ich kann dem Kerl nicht entkommen. Ich muss ihn ablenken, um hier rauszukommen. Die Luftballons. Was war das? Ich mach mich aus dem Staub. Er kriegt auch gleich einen Herzinfarkt. Du kannst bleiben, wo du bist, Junge. Lauf nicht weg. Ich lauf doch nicht weg. Ich wette, Harry ist schon in der Turnhalle. Schnell. Oh, ich kann den Raum riechen. Ich kann ihn riechen. Ich kann ihn förmlich riechen. Ja, definitiv. Das ist eine Sporthalle. Oder wir sind sehr nah dran an der Sporthalle.
Nö. Brightfield, Rick. Ich muss ihn von der Tür weglocken. Sorry für das Chaos, Rick. Okay, jetzt kann keiner mehr sagen, dass es hier nicht spukt. Kein Geist, nur eine Spinne. Gottes Willen. Au, der Klassiker. Alter, ich dachte, du wurdest erwischt. Schnappen wir uns den USB-Stick und hauen ab. Los, durch die Turnhalle. Keiner fragt sich, was er da an seiner Hände hat hier? Dieses, das war ja wenig, sehr, sehr auffällig. Das war irre. Hat sich nichts verändert. Nur, dass uns niemand auf den Fersen ist. Das heißt, wir haben Zeit für ein paar Körbe. Sicher, dass du dabei bist? Die Frage ist, bist du's? Oh. Beweis es, Großmaul. Etwas rostig, kein Ding. Hübsch. Schöner Moment. Den machen wir rein, oder? Cool! Ich bin so happy, dass es dir besser geht. Ernsthaft. Danke. Hey, ich weiß gar nicht, wie Mays Haus jetzt aussieht. Gibt nichts zu sehen. Viel besser. Ich hatte aufgeräumter und so. Ich weiß nicht. Ist komisch, es zu verändern. Verstehe. Das muss wirklich hart sein, Pete. Keine Eile. Okay, dann mal los. Cooler Moment, absolut, mit der Musik und so. Yes. Wenn MJ einzieht, hilft sie vielleicht mit dem Haus. Ah, ich weiß nicht. Würde sie nicht? Ich weiß nicht, ob sie einzieht. Oh. Ah, tja. Ich dachte, es läuft gut zwischen euch. Sie war bei dir? Wir kriegen es schon hin. Wie immer. Irgendwann. Tja, er ist ein bisschen feige, glaube ich. Oder vorsichtig. Komm, den machen wir. Zack. Wie steht's denn? Ich hab keine Ahnung. Du hast gewonnen. Ich auch nicht. Danke fürs Herbringen. Das hab ich gebraucht. Ich auch. Aber wir sind noch nicht fertig. Nicht? Ich kenne diesen Blick. Was hast du vor? Weißt du noch, wo dein alter Spind ist? Was meinst du, wo der Wachmann ist? Bestimmt noch im Ostflügel. Holen wir den USB-Stick aus deinem Spind und weg hier. Okay. Aber, bevor wir da jetzt weitermachen... Flash sollte für deinen kaputten Laptop bezahlen. Vergiss es. Er darf nicht einfach so davonkommen. Er ist Captain des Football-Teams. Ich Background-Sänger in der Musik-AG. Er wird damit davonkommen. Wir zahlen es ihm heim, indem wir morgen gewinnen. Also, bevor wir jetzt weitermachen und den Stick holen und sowas, werden wir die Folge noch einmal beenden, denn wir wollen ja keine Extremlänge mehr haben. Ja. Bis hierhin macht das Spiel mega Spaß. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf. Und wenn ihr Bock habt, Freunde, sehen wir morgen, wie es weitergeht. Schaltet gerne wieder ein. Ciao, ciao.